Claudia Petro besonders gut. Sie ist nämlich Diätologin und arbeitet bei der Steirischen Krebshilfe als Ernährungsberaterin. Sie haben für Ihre Klienten so einen Satz einmal so pauschal vorweg, der helfen soll als Orientierung. Wie lautet der? Genau. Beim Einkauf sollen Sie darauf achten, dass alles, was vom Tier kommt, Sie sparsam in den Einkaufswagen legen sollen, und alles, was von der Pflanze kommt, ist gut für Sie. Und damit wissen Sie natürlich, dass Sie nichts falsch machen beim Einkauf. Alles, was von der Pflanze kommt, da liegt einiges hier auf diesem Buffet. Es fällt mir schwer, nicht zuzugreifen. Ich wachse da gleich rüber. Obst, Gemüse, welche speziellen Lebensmittel gibt es jetzt, die sozusagen als Anti-Krebs-Diät geeignet werden, die wirklich krebsvorbeugend sind? Ich muss dazu sagen, Anti-Krebs-Lebensmittel, das höre ich nicht gern. Im Endeffekt ist es also mal die große Gruppe des Obstes, des Salates und des Gemüses, und zwar in gekochter und roher Form, weil hier Inhaltsstoffe drinnen sind, die nicht nur die Abwehrkräfte des Körpers stärken, sondern auch Stoffe, die die Zelle vor Krebs sozusagen vor einer Zellveränderung schützen. Wir sehen, dass das Gemüse und das Obst hier in ganz unterschiedlichen Darreichungsformen, also gekochtes Gemüse als Letscher, genau. Tiefkühlgemüse, genau. Trockenobst, Kompott. Ist das egal, in welcher Form ich es esse? Im Endeffekt ist es egal. Es soll nur von dieser Gruppe sozusagen kommen. Denn ich habe auch im gekochten Zustand diese sekundären Inhaltsstoffe drinnen, die sozusagen das neu entdeckte Mittel sind, um vor Krebs zu schützen. Wäre es jetzt ideal, wenn man das nur isst, wenn man sich ausschließlich davon ernährt? Dann kriegt man Nierenkrebs? So einfach ist das Latein dann auch nicht. Im Endeffekt geht es darum, dass Sie darauf achten sollten, 5-mal am Tag eine Handvoll vom Obstsalat oder Gemüse zu essen, über den Tag verteilt. Das ist dann eh schon eine ganze Menge, so im Schnitt sind das fast 600 Gramm. Die Trauben lachen mich so an. Lagerung. Wichtiger Faktor ist natürlich die Lagerung. Oh, jetzt habe ich einen vollen Mund. Ich bitte um Entschuldigung. Also ich gehöre jetzt zu den Menschen. Wenn ich ein Marmeladeglas aufmache und da ist genau das, nämlich ein Schimmel drin, dann nehme ich einen Löffel und tue diesen Schimmel weg und esse die Marmelade, weil es ja Schott drum ist. Die selbst gemacht. Was sagen Sie mir? Naja, ich verstehe, dass es liebevoll Handarbeit ist, aber bitte geben Sie das ganze Marmeladeglas weg, denn es ist in der Tiefe bereits ein Schimmelgeflecht vorhanden, das giftig bzw. krebserregend ist. Mhm. Wo ist der besondere, wo lauert besondere Gefahr, was Schimmel und wo man bei der Lagerung aufpassen sollte? Im Sommer beim Brot, das ist so ein weißer Belag, auch hier sollten Sie das ganze Brot weggeben. Dann geht es jetzt schon Richtung Herbst, Weihnachtszeit, auch bei den Nüssen, vor allem bei den geriebenen Nüssen, kann sehr versteckt Schimmelpilz drinnen sein, auch immer wieder einmal bei den Pistazien. Und ja, wir haben hier Milchprodukte und da passt eine Zuschauerfrage dazu, die wir gerade bekommen haben. Eine Frage zur Ernährung von der Nicole. Ich habe gelesen, dass Milch und Milchprodukte Brust- und Prostatakrebs begünstigen können. Stimmt das? Nein, das kann ich ganz klar beneinen, denn wir dürfen hier die wichtige Kalziumquelle für den Menschen nicht sozusagen mit Hormonen auf die Seite schieben, und so viel an Milch und Milchprodukten essen wir ja nicht täglich. Neben der Lagerung ist natürlich die Zubereitungsform ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir von der Ernährung sprechen. Schauen wir uns einmal da, also das wäre sozusagen die Cowboy-Variante. Ja, da das Steak mit der wirklich dunkelschwarz gebrannt, das hat so viel krebserregende Stoffe wie 100 Zigaretten, stimmt das? Wie 100 Zigaretten und mehr, wenn man das umrechnen würde, von den Schadstoffen her, von der Schadstoffbelastung her, richtig. Wichtig bei der Zubereitung, wenn ich da, also wie man es gern hat, man hat es ja dann heiß und fett, schnell abbraten, steht doch dann in den Rezepten. Ne? Schnell abbraten, das wäre dann? Ja, das wäre dann, wenn das Öl bereits raucht in der Pfanne, da wird schnell abgebraten. Oder denken Sie im Sommer daran, wenn gegrillt wird, da raucht, da ist es blau. Ja. Dann produzieren Sie bitte hier Schadstoffe bereits in der Küche, in der Pfanne. Besser ist es, wenn es langsam vor sich hin brutzelt. Wenn Sie sozusagen das wirklich auf Slow Motion machen und je langsamer, und Sie haben ja auch da eine Bräunung, nur wird das Fett nicht so erhitzt, damit entstehen diese schädlichen Inhaltsstoffe nicht.
Die beste Zubereitung ist sicherlich das Dampfgaren. Wir haben hier einen ganz wunderbaren Dampfgarer, in dem man alles zubereiten kann. Fisch, da man Lachs, dann gibt es Gemüse, Kohlsprossen und oben drin, das ist glaube ich ein Kürbis, der da zubereitet wird. Genau. Muss aber kein professionelles Gerät sein, sondern es tut auch ein Einsatz für einen Kochtopf. Ganz richtig. Der dann ganz wunderbar das Gemüse gart oder eben auch Fleisch und genau. Fisch. Genau. Es ist einfach deshalb die gesündeste Art, weil sie wirklich am... Sie kann fettlos, kann hier eine Sache gekocht werden. Sie haben vorher gesagt, Krebsrisiko steigt mit dem Fleischkonsum. Wie schaut es mit Fisch aus? Mit Fisch, da muss ich sozusagen für den Fisch einspringen. Hier habe ich Inhaltsstoffe, und zwar Fettinhaltsstoffe, Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungsvorgänge im Körper sozusagen positiv bzw. störend beeinflussen können und damit krebsschützend sind. Schauen wir nochmal rüber schnell zu den Getränken, ganz wichtig. Grüntee ist sozusagen ein Hit, wenn wir von Krebsvorsorge sprechen. Grüntee ist absolut das zu bevorzugende Getränk, wobei eine bestimmte Art von Grüntee, so wie es Apfelsorten gibt, gibt es auch unterschiedliche Grüntees. Und zwar der japanische Sencha-Grüntee hat Inhaltsstoffe drinnen, die die Blutversorgung von Tumorzellen stört und damit sozusagen die Krebsvergrößerung damit stört. Kaffee? 2 bis 3 Tassen am Tag sind eigentlich kein Problem in der Krebsvorsorge. Was ist mit Achtelrotwein? Das viel gepriesene, angeblich so gesunde. Wie schaut es da bei Krebs aus? Ich muss eigentlich wirklich klar sagen, eigentlich hat es in der Krebsvorsorge nichts zu suchen. Der Inhaltsstoff, dieses Resveratrol, das habe ich bitte auch in der Weintraube drinnen. Und gerade beim Brustkrebs und auch bei familiärer Belastung, also wo sehr viele Menschen an Brustkrebs oder auch an Krebs erkranken, da empfiehlt man überhaupt keinen Alkohol zuzuführen. Also in der Vorsorge hat eigentlich das berühmte Glas Wein keinen Platz. Wenn Sie uns schon den Wein streichen, dann machen Sie mir doch zum Abschluss noch eine süße Freude. Was ist mit der Schnuckelade? Die Schokolade ist einmal auf jeden Fall... 80% Kakao, da kommen wir da ins Geschäft, oder? Eine gute Nervennahrung. Also ich wäre mit 70% schon eigentlich einverstanden. Aber es ist einmal primär Nervennahrung, es ist ein Trösterchen. Und das stimmt, es sind Inhaltsstoffe drinnen, die ich auch im Tee finde. So gesehen haben Sie mich überredet, aber ich bitte Sie, die Menge macht das Gift, hat der Paracelsus schon gesagt. Schneiden Sie es noch einmal in 3 kleine Teilchen und lassen Sie es auf der Zunge zergehen. Da steht dann immer ein Stückchen Schokolade. Sagen wir, das kann man auslegen, das ist Auslegungssache, ein Stückchen Schokolade. Bei mir ist das ein Stückchen Schokolade, bei Ihnen auch, oder? So ein Stückchen Schokolade, ne? Wir sind Uli, wir sind genau, wir kommen zusammen. Ich sehe, wir verstehen uns. Sie sagen, das ist ein Stückchen Schokolade. Naja, unterm Strich sollten es, so gelten natürlich die internationalen Empfehlungen, 25 Gramm pro Tag sollten es sein. Dürfen wir sein. Gut, richtig. Okay. Bedanke mich ganz herzlich, Frau Petro, für Ihre Ausführungen. Dankeschön. Danke. Sie haben gerade von den